Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy wieder. Wie ihr seht, sind wir in der DTM Experience, aber heute sind wir nicht in der Saison, sondern, vielleicht habt ihr es gestern im Video zum Rennen auf dem Moscow Raceway schon mitbekommen. Wir fahren heute, naja, nicht Proberennen, Trainingsrennen, irgendwie sowas. Wir wollen, oder ich hatte ja angekündigt, dass ich gerne die KI etwas besser auf mich abstimmen möchte, nachdem ich jetzt vom Moscow Raceway Rennen ein Proberennen gefahren bin und die KI dann plötzlich in der Live-Session oder in der Session, die ich dann aufgenommen habe für euch, deutlich stärker war als zuvor, möchte ich jetzt eben ein paar Rennen mehr fahren, um die KI etwas ausgewogener zu haben, so dass sie also nicht zu weit zurückhängt, nicht zu weit vorne wegfährt. Und dachte mir dafür, fährst du mal so drei, vier Rennen auf der Strecke, die als nächstes anliegt. Und des Weiteren dachte ich dann, wenn ich doch eh schon fahre und einige von euch sich etwas mehr DTM Experience wünschen, machen wir das Ganze doch einfach weiterhin als Let's Play. Und das heißt, ihr werdet jetzt zu sehen bekommen, heute zweimal eine Achtel-Renndistanz auf dem Nürburgring, welches ja die nächste Station ist, gegen die KI, ohne Qualifying, ohne Training vorneweg, einfach nur zwei pure, reine Rennen. Und morgen dann der zweite Teil des Trainings, nochmal zwei Rennen, allerdings morgen ohne Kommentar. Heute werde ich noch ein bisschen Senf dazugeben. Ich werde aber in diesen Videos nichts erzählen, was irgendwie in Sachen DTM neu wäre, in Sachen DTM Experience oder ähnliches. Momentan liegt da auch zum Glück nichts an. Die letzten Folgen habe ich erst gestern aufgenommen, daher kann ich auch nichts Neues erzählen. Aber für den Fall, dass ich jetzt noch ein paar Folgen in diesem Format mache, würde ich eben wirklich mich nur darauf konzentrieren, die Rennen zu fahren, um die KI etwas an mich zu gewöhnen, damit wir dann für das Saisonrennen eine ausgewogene KI haben. Das ist der Plan. Und ich würde euch bitten, dass ihr in die Kommentare schreibt, zum einen, ob wir dieses Format überhaupt machen sollen. Also, ich fahre die Rennen sowieso. Ich möchte ja die KI etwas stärker haben, also etwas angepasster haben. Deswegen fahre ich diese vier Proberennen dann sowieso für die nächsten Rennen. Meine Frage ist dann eben, ob ihr diese Rennen auch sehen wollt. Also, ob ich die überhaupt hochladen soll, ob ich sie mitschneiden soll. Soll ich sie aufnehmen und hochladen? Das ist eigentlich Frage 1. Und Frage 2 ist, soll ich sie kommentieren? Also, egal wie viele Videos ich davon machen werde, also wenn ihr das wünscht, ich werde, wie gesagt, nichts dazu zur DTM, DTM Experience, Raceroom oder ähnlichem erzählen. Denn das kommt dann in den eigentlichen Folgen, also R3E Cars and Tracks, beziehungsweise in der DTM Experience Meisterschaft. Sondern ich würde jetzt einfach nur das Renngeschehen an sich kommentieren, vielleicht zwei, drei Kommentare dazu abgeben, wie sich die KI von einem Rennen zum nächsten ändert. Und deswegen probiere ich dann heute eben die ersten beiden Rennen mit Kommentar und für morgen die nächsten beiden Rennen ohne Kommentar. So dass ihr dann einfach beide Seiten mal hört und mir dann bitte in die Kommentare schreibt, ich werde es auch morgen vorneweg nochmal kurz sagen, mir dann eben in die Kommentare schreibt, was euch lieber ist, also ob ihr das überhaupt sehen wollt, diese Trainingsrennen für die KI, weil ihr habt ja gesagt, ihr möchtet ein bisschen mehr DTM-Experience sehen. Und ich möchte halt die KI etwas besser machen, damit wir spannende Rennen haben. Deswegen eben dieser Versuch. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wollt ihr das überhaupt sehen? Und wenn ja, mit Kommentar oder einfach nur die Renn-Action. Ich würde sagen, ohne großes Tamtam, ohne Startaufstellung zu betrachten, ohne irgendwas, gehen wir ins Rennen. Wir starten von Position 6. Alles andere interessiert jetzt eh nicht. Wir fahren einfach das Rennen und gucken mal, wie die KI klarkommt oder wie wir mit der KI klarkommen. Ich habe jetzt noch keine Proberunde gedreht. Ich hatte die Strecke vor ein paar Wochen in Race Room Racing Experience in der Competition mal gespielt. Das heißt, ich kenne die Rennstrecke halbwegs. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich keine Kollision mit Gegnern habe. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Grundkenntnis jetzt ausreicht, um
halbwegs mitzuhalten. Momentan sieht die KI nicht sonderlich stark aus. Wir werden es aber gleich sehen. Das ist ja hier nicht die Grand Prix-Variante, also nicht die volle Variante, wie sie in der Formel 1 gefahren wird, sondern wir biegen jetzt hier rechts ab. Oh, und werden dabei fast umgedreht. Hier geht es also durch so einen Shortcut. Deswegen dann die Rundenzahl höher, die Streckendistanz kürzer ist. Hinaus auf diesen schnellen Bogen zu. Versuchen spät zu bremsen, aber auch nicht zu spät. Da fällt mir gerade ein, dass ich vom Moskau Raceway das Setup noch nicht umgestellt habe. Das heißt, wir fahren jetzt momentan mit mehr Flügel als nötig und mit der Bremsbalance, die sehr weit hinten ist, was mir ja normalerweise nicht liegt. Aber hier könnte das eventuell noch ganz gut kommen. Vor der Hanal-Kurve und auch hier nach der langen Geraden vor der Schikane. Daher lassen wir das erstmal drin und gucken mal, ob wir uns jetzt ein bisschen vorstellen können. Ich bin die Strecke, wie gesagt, schon seit einiger Zeit nicht mehr gefahren. Daher brauche ich jetzt erstmal 2-3 Runden, um die Linie wieder passend zu wählen oder die Linie zu finden. Aber momentan können wir eigentlich noch ganz gut mithalten. Versuchen wir es vor der Schikane mal außenrum. Naja, es hat nicht geklappt. Ich bin zu langsam durch die Schikane gefahren, aber ich wollte auch einfach nicht abgeschossen werden. Die Gefahr bestand ja, wenn er neben mir ist, zieht er sonst wieder rein. Und dann bin ich weg vom Fenster. Und deswegen jetzt ebenso. Aber wir kommen jetzt aus der letzten Kurve gut raus. Und kommen zu schnell auf die Hanal-Kurve. Ne, es passt. Konnten ihn jetzt ausbeschleunigen? Ich weiß es nicht. Ah, Molina war es. Okay. Und ich habe mir bisher noch nicht die Lackierungen zu den Fahrern gemerkt. Deswegen muss ich ein bisschen raten. Die Fahrernamen momentan ausgeblendet. Weil ich zuletzt die DTM Experience aufgenommen habe. Ach, nicht die DTM Experience. Race Room. Und super. Vielen Dank, Leute. Das ist jetzt momentan noch alles nicht schlimm. Wenn ich umgedreht werde, ist es so. Wir müssen ja nur gucken, dass wir die KI ein bisschen trainieren. Deswegen eben ein paar Rennen mit Achtel Renndistanz. Da ist es jetzt nicht weltbewegend, wenn ich umgedreht werde. Ich denke mal, die Rundenzeiten zählen oder... Ich habe keine Ahnung. Das heißt halt nur, wenn man mehrere Rennen auf der Strecke fährt, dass die KI dann anpasst. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt nicht allzu viel ausmacht, wenn wir nur hinterherfahren. Fahrernamen eben ausgeschaltet, weil ich zuletzt Race Room Cars and Tracks aufgenommen habe und die ganzen Fahrer mir da nichts sagen, deswegen brauche ich die Namen nicht. Außerdem auch für die DTM Experience das Videobild, also das was ihr dann in YouTube seht, was dieses Thumbnail, dass das Video ankündigt. Immer aufgenommen hier auch in DTM Experience, allerdings in einem separaten Rennen, wo ich dann vorher auch die Fahrernamen ausblenden muss, weil die sonst im Bild stehen und das scheiße, Entschuldigung, nicht gut aussieht. Deswegen, eben heute ohne Fahrernamen. Ich könnte es auch gleich wieder einblenden, aber spielt im Moment keine große Rolle. Das war jetzt überhaupt nichts. Also ich kann euch nicht sagen, nach welchen Kriterien sich die KI dann richtet. Ob das die durchschnittliche Rundenzeit ist, ob das die durchschnittliche Position ist, die wir in dem Rennen erlangt haben. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und da ich ja dieses Rennen jetzt oder diese Rennen eh fahre, dachte ich, nehme ich euch mit. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Spaß dran. Wie eingangs erwähnt, gibt es ja
noch ein paar Leute, die gerne ein bisschen mehr DTM-Experience sehen möchten. Da ich aber auch die anderen Projekte nicht vernachlässigen möchte und auch nicht beliebig Zeit habe, muss ich gucken, dass ich euch alle irgendwie glücklich mache und dass eben jetzt ein Versuch, euch diese Trainingsrennen oder an diesen Trainingsrennen teilhaben zu lassen. Ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr das irgendwie in die Kommentare schreibt, weil das, ja, sowohl das Aufnehmen, Hochladen, Bearbeiten, als auch das reine Kommentieren dabei sind nicht immer einfach, besonders wenn man nicht viel zu erzählen hat. Und da würde es mich halt schon interessieren, ob ihr das überhaupt haben wollt und wenn ja, in welchem Format. Bisschen zu weit abgekürzt innen. Ja, hier vor dieser Kurve kriege ich die Linie noch nicht richtig. Aber wir arbeiten dran. Ja, die Fastest Lap haben uns gerade mal ganz locker gesichert, 1,5 Sekunden schneller als der schnellste Runde gerade. Ja, zu früh gebremst. Aber uns würden noch ein paar Runden fehlen, um wieder ranzukommen. Aber es ist, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Wir wollen einfach ein paar Rennen fahren, um die KI zu trainieren. Und das Einzelergebnis zählt nicht, sondern das Ergebnis, das wir dann nachher in der Meisterschaft erzielen. Das ist das, worauf es ankommt. Beziehungsweise es ist auch da nicht das Ergebnis, auf das es ankommt, sondern es geht eigentlich dann nur darum, dass wir eben kein langweiliges Rennen haben, wo wir 12 Runden nur hinterherfahren oder die KI 12 Runden hinter uns herfährt, sondern wo es eben darum geht, dass wir ein paar Zweikämpfe haben, ein bisschen Spannung haben und ein richtiges Rennen fahren und eben keine Prozessionsfahrt. Deswegen machen wir das Ganze hier und somit hoffe ich, dass ich dann euch eine bessere Show liefern kann, wenn es eben in der nächsten Folge DTM Experience in der Meisterschaft wieder rund geht auf dem Nürburgring. Dann auch ein paar Daten zur Strecke vielleicht. Ein paar News, wenn es bis dahin etwas gibt, etwas Erzählenswertes. Ja, und hoffentlich dann gutes Rennen. Ja, das war Rennen 1. Ich werde die Aufnahme jetzt kurz unterbrechen. Das Rennen im Prinzip neu starten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis sofort. So, wir sind zurück. Und weiter geht's mit dem zweiten Rennen. Auch hier Startaufstellung überspringen. Wir starten wieder von Platz 6. Und gucken mal, wie es jetzt läuft. Wenn die Prognose vom Moscow Raceway stimmt, dann sollte die KI ja jetzt deutlich stärker sein, weil wir doch deutlich schnellere Rundenzeiten fahren konnten. Wir haben es einmal umdrehen lassen, was extrem viel Zeit gekostet hat, aber ups. Entschuldigung, Molina. Aber ansonsten waren wir wirklich bei der Musik. Haben die schnellste Rundenzeit, ich glaube von Molina war das, 1,5 Sekunden unterboten, hatten einige schnelle Rundenzeiten fahren können. Oh, haben allerdings eben nur als 12. abgeschlossen mit 5 Sekunden Rückstand, weil
wir ja zwischendurch hier in der Kurve umgedreht wurden. Und dann eben ans Feld ans Ende des Feldes zurückgefallen sind, weil noch ein paar weitere in uns reingefahren sind. Also das ist bei der KI noch ein bisschen störend, dass die relativ rücksichtslos mit einem umgeht, wenn man gegen die Fahrtrichtung steht. Die halten einfach drauf, versuchen nicht auszuweichen, aber so ist das anscheinend. Die erste Prognose ist, die KI ist jetzt nicht unbedingt stärker geworden, weil ja, eher schlechter. Also vielleicht geht es wirklich nach dem Rennresultat und nicht nach den... Ne, das kann auch nicht sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr machen als ein paar Proberennen zu fahren. Am Moskau Raceway hatte ich nur ich glaube eine Probesitzung, also ein freies Training, das Qualifying und dann ein halbes Rennen. Das heißt, ich hatte da noch nicht mal ein Rennresultat, weil ich auch da umgedreht wurde. In dem Rennen, das ich für euch aufgenommen hatte, wurde dann aber die KI plötzlich deutlich schneller. Also ich war eine halbe Sekunde schneller als in meinem Proberennen, in meiner Bestzeit. Und trotzdem ist die KI noch von dannen gezogen, dass wir am Ende 40 Sekunden Rückstand hatten und fast überrundet worden wären. Daher dachte ich eigentlich, wenn wir jetzt hier eine schnelle Zwischenzeit abliefern, dass die KI sich dann deutlich stärker präsentiert. Aber wir haben jetzt schon wieder 2 Sekunden Vorsprung. Irgendwie passt das mit meiner ursprünglichen Überlegung nicht überein. Daher müssen wir die nächsten 2 Rennen noch abwarten. Und natürlich erstmal das Ergebnis von diesem. Wie genau das funktioniert. Meine Rundenzeiten momentan nicht annähernd da, wo sie vorhin waren. Also jetzt im ersten Rennen waren. Aber trotzdem gut genug, um die KI abzuhängen. Das ist merkwürdig. Über dieses Stückchen Asphalt bin ich übrigens schon gewandelt. Im Rahmen des AVD Oldtimer Grand Prix im August war dieser Teil der Strecke gesperrt, weil dort Porsche zum 50. geladen hatte und einige Autos dann dort geparkt wurden, auch ein paar alte Ferraris, Alphas. War schon ein interessantes Angebot und Aufgebot, und als Zuschauer konnte man dann eben diesen Teil der Strecke betreten, was man ja sonst eher selten tun darf. Von daher auch insofern eine relativ interessante Erfahrung, nicht nur die Oldtimer an sich, sondern eben auch mal ein bisschen Strecke zu betreten, also einen Curb aus der Nähe zu sehen. War schon nicht schlecht. Dreieinhalb Runden durch, bereits über 6 Sekunden Vorsprung,
Und ich bin in Sachen Rundenzeit noch lange nicht da, wo ich im letzten Rennen war. Das heißt, die KI ist jetzt eher schlechter denn besser geworden. Auch sehr verwunderlich. Ja, nicht bestimmt. Also jetzt die Rundenzeit ungefähr wie im ersten Rennen. Aber der Abstand deutet darauf hin, dass deren beste Rundenzeit deutlich unter einer, über einer 1,29 liegen. Ja, haben wir sogar noch mal Zeit, uns wegzudrehen, weil die KI kommt eh nicht. Ah, jetzt werden wir sogar nochmal umgedreht. Sehr schön. So viel zum Thema, die KI kommt eh nicht. Zwei Runden haben wir noch. Bisschen verbremst und uns dabei selber ausgehebelt. Jetzt kriegen wir gleich einen mit von einem Mercedes, das war klar. Ich hoffe, die KI wertet das jetzt nicht gleich wieder als Mann, bist du schlecht, Alter. Weil eigentlich hatten wir uns ja ganz gut geschlagen. Rundenzeit technisch sowieso. Und auch platzierungstechnisch. Gut, wir haben jetzt in dieser Runde eine halbe Minute verloren und sind nur 2,5 Sekunden hinter dem Feld. Das ist alles andere als gut. Das war die Boxenbegrenzung. Ja, es kommt davon, wenn man in der Kurve innen überholen möchte. Ja, ich bin gespannt, ob das irgendeine Auswirkung auf die KI hatte. Ich werde jetzt gleich die zwei nächsten Rennen nachschieben. Also, das heißt aufnehmen. Ihr werdet die aber dann erst morgen zu sehen bekommen. Dann eben ohne Kommentar. Und ich bin mal gespannt, was ihr grundsätzlich von dem Format haltet. Und ich bin noch viel mehr gespannt, ob sich die KI denn nun nach irgendetwas ausrichtet. Das Ende dieses Rennens war jetzt natürlich nicht glorreich, aber die Rundenzeiten der ersten 4-5 Runden waren doch eigentlich ausreichend überzeugend, um der KI zu sagen, du könntest ein bisschen schneller. Ich bin gespannt, ich werde vor dem nächsten Video eine kurze Einführung nochmal geben und euch um Kommentare bitten und ansonsten dann einfach das komplette Video über mal die Klappe halten. Euch das eben morgen zur Verfügung stellen und dann vor dem übernächsten Rennen, also nach dem Nürburgring-Rennen in der normalen DTM-Experience-Abfolge wieder, werde ich dann entsprechend eure Kommentare aufgreifen.
und einfach mal schauen, ob ich diese Trainingssitzung alleine fahren soll oder euch mitnehmen soll, ob ich kommentieren soll oder nicht. Schreibt es in die Kommentare, ich werde es mir durchlesen und ich werde es dann eben für das nächste Training beachten, so dass ich euch dann eben nicht auf den Keks gehe, wenn ihr es überhaupt nicht sehen wollt. Und wenn ihr es sehen wollt, eben nicht vergesse es dann mitzunehmen, so dass ihr auch ein bisschen was davon habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ansonsten habt ihr heute Morgen wahrscheinlich R3E Carson Tricks noch zu sehen bekommen. Morgen früh gibt es F1 2013 Classics und übermorgen kriegt ihr ein neues Format zu sehen. Das werdet ihr dann entsprechend erfahren, wenn es soweit ist. Ich werde mich diesbezüglich erstmal bedeckt halten und sage dann erstmal ciao, bis zum nächsten Video. Euer Spotty.